Mir ist eine Erkenntnis gekommen. Durch den Shadow Trade, der einen ja für KI unsichtbar macht, kann man eigentlich auf Nahkampftools wie Messer und dergleichen verzichten, weil man ja keine Viecher mehr killen muss. Stattdessen könnt ihr dann alle drei Fallentypen einpacken und damit Unheil verbreiten. So zumindest meine Denke in dieser Runde. Für PvP-Nahkampf habe ich die Mosin Bayonett dabei, außerdem einen Nagant Silencer mit Gift, die ja auch gegen alle Bosse außer der Spinne super ist. Ein Boss ist mittlerweile schon gebanished und in Feindeshand, aber der zweite ist noch offen. Dem Team, das ihn sucht, bin ich dabei dicht auf den Fersen. Okay, die sind wohl nicht weit weg. Auf dem Weg nach Healing und die anderen... Oh, sind's auch! Habe ich gerade die Healing-Leute gehört? Weiß es nicht. Werden die jetzt wohl gleich aufeinandertreffen. Ah ja, okay, was ist hier? Dann sind es aber zwei Teams hier, möchte ich meinen. Meinen und hoffen. Ja, ist gut. Jetzt hier mehrere Teams gleichzeitig reinballern. Hilft mir das. Aus dem Keller, ey. Oh. Das meint mich. Shit, das wird eng. Eieieiei. Ein bisschen Glück, gebe ich zu. Ist noch der eine. Der ist außen. Doch nicht. GG. Uiuiui. Ja dann. Würde ich sagen, machen wir mal hier den Herrn fertig. Für ein GG war es vielleicht ein bisschen früh, aber ich habe letztlich recht behalten. Den Assassin hat mir keiner mehr streitig gemacht und weil ich dann noch ein Team beim ersten Boss gefunden habe, ging die Rechnung auch einigermaßen auf.
Was die Rechnung mit den Fallen anging, war diese Runde aber eine Enttäuschung. Also noch eine hinterher. Hier bin ich der glückliche Bossfinder, aber bevor ich Fallen stellen kann, kommt auch schon Kundschaft daher. Komme ich hier hoch lebendig? Oh. Das waren sie wohl schon wieder. Hornblends und Säbel. Ernsthaft? Aber noch wer. Frag mich, ob und wie die zusammengehören. Alles höchst wunderlich. Ich muss da auch weg. Wie weit kann man so einen Chaosbolzen schießen? Interesting. Baumplans im Säbel. Verstehe das nicht. Ja, da habe ich gerade einen fliegen sehen. Vielleicht aus dem Turm? Das ist ja mal witzig. Wie viel hat er davon? Okay. Klär mir das mal jemand bitte. Was ist? Ich raff's nicht. Ist das ein Cheat, den ich nicht verstehe? Wir können ja nicht so viele Chaos Bombs haben. Oder Decoys oder was auch immer.
Komm ich jetzt hier den Berg nicht hoch? Jetzt ist drinnen einer am Boss gestorben. Bewachen die wahrscheinlich den Ausgang. Da hinten huscht doch tatsächlich jemand rum. Ey, warum? Die merkt doch nicht mal, dass sie beschossen wird. Kommt jetzt auch noch was geflogen. Es ist alles mega weird. Zum Meister runter. Macht nämlich Munition. Hab ich noch eine Wombo-Kombo über? Ja. Warum denn nicht? Ach, was soll das denn immer? Was soll das denn immer? Was soll das denn immer? Was? Warum? Muss man sich fast schnell die Womblines oben klauen. Aber nur fast. Doch mal lieber. Aha, ich hasse das. So, letzte Runde. Ah, da ist die Munition. Jetzt wird's blöd. Jetzt wird's wieder gut. Ach komm, jetzt stell's doch bitte einfach hin. Und hier unten, ja. Das ist eigentlich der andere. Oh, das klingt gut. Das klingt sehr gut. Sofort wieder aufgestellt.
haben wir noch ein paar von den Fallen überall. Also, Prodigal Daughter war schon mal down. Der liegt immer noch. Die sind immer noch hinten in dem Kelleraufgang. Auf einmal ja. Oh, hat er mich erschreckt. Oh, gehört er zu den anderen Damen? Noch läuft er hier rum. Ja, das hält bei mir ein bisschen. Ist noch da? Der geht die Revival, glaube ich. Brauche ich einen Wagen. Oh, weit weg. Beziehungsweise auf der völlig falschen Seite. Anmerkung aus dem Schnitt. Ich mache hier einen entscheidenden Fehler. Ich brauche ja gar keinen Wagen. Ich brauche einen Trade, um mit Remedy meine Knutzen wiederherzustellen. Und da liegt ein Trade im Keller. Den habe ich im Bossfight-Stress wohl nicht richtig registriert. Und was die Trades am Wagen angeht, naja, vielleicht erkennt ihr meinen zweiten Denkfehler schon selbst. Die anderen kommen so ein bisschen runter. Ich brauche jetzt, Remedy. Das heißt, ich muss jetzt sehr weit hier dran vorbeilaufen. Da geht leider auch meine Ausdauer dahin. Muss dann da nochmal in den Wagen ran. Die Frage, ob die sich in den Keller trauen. Das Gute ist natürlich, der hat ja so eine Feuerbombe hingeworfen. Hat mich halt blöderweise in Knutzen gekostet, aber das Gute ist, hoffe ich, sie werden da nicht checken, ob ich da noch drin liege, weil das ja ein einziges Flammenmeer ist. Das Blöde ist, jetzt muss ich relativ deutlich sichtbar quer zu denen hier rüberlaufen. Da oben flackert's noch. Das sind doch meine. Jetzt aber schnell Remedy reindrücken. Mit der Ding-Dong. Oh. Jawohl. Was? Ach so. Ja, das ist natürlich das Problem. Aber schon alle Trades. Fuck. Jetzt gibt's ja hier gar keinen. Oh, fuck. Die anderen sind voll da. Oh, jetzt wäre ich fast in die reingerannt. Das ist aber scheiße. Ja gut. Oh, die biegen gerade noch dahin ab. Wo kriege ich jetzt straight her? Fuck. Vielleicht irgendwo. Meathead. Oh. Meathead killen. Das Gute an Remedy ist, kann damit ja Trades durch Wände sehen. Aber jetzt zufällig hier einen Trade finden, finde ich glaube ich eher ein Meathead. Ja, um auch zu lesen mitnehmen. Ich kann jetzt natürlich hoffen, dass es in Slaughterhouse einen gibt. Denen geht's halt auch nicht gut da. Die werden jetzt natürlich total über den Haufen geschossen. Die waren ja schon wie oft down. Ja. Da sind sie dahin. Jetzt ist die Frage, kriege ich
vielleicht im Slaughterhouse noch einen. Den Dingens. Ein Trade. Oder einen Meathead. Dann wäre ich wieder im Geschäft. Wenn nicht, wäre ich dann raus. Ach, guck mal, wieder zu Kräften. Ich höre einen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gucken, ob ich Zeit sparen kann, wenn ich einfach irgendwo einen Trade liegen sehe. Komm bitte Dropper ein. Like it's hot. Ja. Gib mal so ein Bild. Mach hier Remedy. Restoration. So, okay. Keine Sekunde zu früh. Kann ich mich vielleicht gerade noch so hier ins Gebüsch schlagen. Aber das wird haarig. Oh, vielleicht ganz doof aus dem Turm. Shit, der ist nicht gestorben. Ah, ich hänge am Zaun. Ey. Jetzt müssen sie mich pushen. Da. Ja, da muss ich mich irgendwo hinverziehen, wo weniger los ist. Das gefällt mir ganz gut. Sowas. Ja, komm, mach. Shit. Ich glaube, die ist down. Ja, die ist down. Und er hat einen Bounty. Ach, das ist er, hä? Ne, er hat keins. Treffer hat er. Jetzt ist er down. Wieder rüberkommen. Nein! Oh! Oh! Oh!
wie sad. Oh, war das sad. Ich hätte sie einfach abämmen müssen. Ah, war das schade. Da schießen sie beide gleichzeitig. Ich hätte es mir sehr gewünscht. Jetzt werden sie mich leider anzünden. Frage ist, ob ich da nochmal auf die Beine komme. Die haben mich dann natürlich noch angezündet. Habe ich übrigens auch gar kein Problem mit. So ist halt das Spiel. Bevor ich mich am Ausgang noch von einem Necro-Solo umschießen lasse, zünde ich den auch an. Die Frage war nur, ob mich bis zum Ende noch einer abaimt, und dazu habe ich einen Tipp. Wenn der Spectate-Button verschwindet, wisst ihr, dass kein Spieler mehr im Match ist, euch also auch keiner mehr auflauert. Dann könnt ihr entspannt aufstehen. Also, so entspannt man aufstehen kann, wenn man brennt. So, und was lernen wir aus der Runde? Erstens, wenn ihr mit Remedy spielt, merkt euch, wo die Trades liegen. Und zweitens, ich mache auch eine Menge Fehler in diesem Spiel und ich gewinne längst nicht jede Runde. Aber solche Matches machen mir trotzdem Spaß, weil sie halt spannend sind, und ich hoffe, ihr seht das auch so. Ich habe mir dann Remedy direkt neu geholt, das verbraucht sich ja nach einmaliger Benutzung, und bin dann raus, ohne es einzusetzen, denn ich hatte noch genug Trade-Punkte übrig, um die Knutzen auch so zu heilen. Davon abgesehen hätte ich im Zeitlimit eh keinen Trade mehr gefunden. Und wie erfolgreich waren nun die Fallen? In der Übersicht am Ende waren es 8 Kills. Manchmal werden Kills durch Fässer aber nur als Assist angerechnet, und tatsächlich, ein Assist war auch dabei. Also 2 Fallenkills. Naja, immerhin. Aber das ist schon ein lustiges Loadout. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und dankt es mir mit einem Daumen nach oben, einem netten Kommentar oder gar einem Abo. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank, ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian, bis zum nächsten Mal. Ciao.